Ja, hi und herzlich willkommen hier zur weiteren Runde TL City mit der Spielpirat. So, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Wie gesagt, Kinder, Freunde der Sonne und Co. Ja, ich bin leider immer noch ein bisschen, ne? Diverse Sachen, meine ich, sind hier gerade bei mir nicht ganz rund am Laufen. Wie zum Beispiel mein Handgelenk, womit ich jetzt gerade mich ein bisschen behindert anstelle, muss ich ganz ehrlich gestehen. Um hier so ein bisschen die Maus zu bedienen und die richtigen Positionen herauszufinden. Und gleichermaßen habe ich immer noch das Upload-Problem, deswegen gab es gestern leider keine Folge. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Und da muss ich gestehen, muss ich auf jeden Fall nacharbeiten, ja. Also heute ist jetzt ja wieder eine Folge dran. Es kommen jetzt auch wieder regelmäßig Sachen. Der Urlaub, der Unfall, Internet, ach, alles halt einfach. Ich hätte zwei von drei Sachen, hätte ich noch irgendwie abfedern können, aber. Das war dann doch alles ein bisschen zu heftig. Ist aber auch eigentlich gar kein Problem. Was machen wir mit der Kohle eigentlich? Die Kohle müssen wir ja irgendwie auch mal irgendwo lassen. 3, 4, 5, 6. Geht ja gar nicht so viel, wa? Gut. Wir machen gerade nochmal ein bisschen hier was rein, damit wir nochmal ein bisschen mehr Kohle haben. Was wir heute machen werden, ist auf jeden Fall auf. Ja. Also, was ich heute machen werde, ist auf Sachen einzugehen, die ihr geschrieben habt. Und zwar, ja, letztes Mal habe ich ja die verschiedensten Backpacks gemacht, war ja auch eigentlich eine ganz vernünftige Geschichte gewesen. Wenn man daran hätte denken können, allerdings, dass man auch andere Möglichkeiten hätte, wie zum Beispiel. Ach, guck mal, okay. Ach, du grüne Neune, warte mal. Jetzt haben wir ja hier die ganze Zeit Oak Saplings. Ach, das macht er jetzt automatisch, weil er hier voll ist, ne? Guck mal, deswegen schmeißt er die jetzt da raus, weil er nicht mehr woanders hin kann damit. Uiuiuiuiui. Okay, es läuft also. Jetzt, wo er fliegen kann, könnten wir eigentlich da oben auch so ein paar Sachen noch wegmachen. Ja, ich wollte sagen, ich wollte noch die Phase Transport Pipes machen, damit wir auch vernünftig unser Lager sortieren können. Oh, es ist total doof mit dem Handgelenk. Aber egal. Gut, schauen wir uns doch gerade mal an. Hier haben wir noch ein bisschen Refined Iron. Okay, dann. Ach komm, was soll der Geiz? Mache ich hier einfach nochmal ein bisschen was rein. Wie sieht's mit der Energie aus? Wop, die, ja, die nutzt sich ein bisschen ab, obwohl ja eigentlich Solarenergie dazukommen sollte. Ich habe nämlich das Problem, ja, dass ich ja doch noch ein bisschen zu viel Kupferkabel verwende. So, die ist ja natürlich voll, das ist gut. Rubber wird hier noch produziert. Können wir schon mal Iron ein bisschen rausnehmen. Hier können wir Kupfer rausnehmen. Nee. Und da können wir nochmal Iron nachsetzen. Okay, guck mal, 2,5 Stacks fast Eisen, auch genug. Da fehlen uns eigentlich jetzt mal noch ein paar Updates und Co. Ach, wo fangen wir denn als nächstes an? Sagt mir mal Bescheid. Also ich könnte jetzt die Phase Transport Pipes machen. Achso, dafür kann ich auch die nehmen. Das war so geschrieben. Phase Transport Pipes sind zwei Diamond Gears und ein Glas. Eins dürften wir, soweit ich weiß, noch haben. Da müssen wir mal gucken. Genau, da ist es. Und für ein anderes, weiteres brauchen wir genau 4 Diamanten und so weiter. Diamanten haben wir gesagt, haben wir. Haben wir gesagt, haben wir. Ist auch gut. So, dann mache ich doch einfach mal schon mal ein weiteres. So. Und dafür brauchen wir noch Eisen. Habe ich jetzt Eisen hier gerade irgendwie? Nein, nicht weiter da. Nehmen wir mal gleich ein Stack mit rüber. Oh, das ist total doof mit der Maus. Ich kann nur fluchen. Fluchen kann ich, aber ist egal. Besser geht's leider gerade nicht. So, und dann machen wir noch mal einen hiervon. Okay, haben wir 2 Diamond, machen wir hier nochmal ein Glas zwischen. Und hier war die andere. Ach, wie viel kriege ich jetzt da nochmal raus? Surprise, surprise. 4 Stück. Naja, könnte an und für sich eigentlich schon gar nicht so schlecht sein. Wenn wir jetzt überlegen. Aber hier unten, unser Lager sieht sowas von kacke aus. Ich weiß, ihr habt diese Black Hole Chest vorgeschlagen, aber ich habe immer noch gelesen, dass es nach wie vor trotz der Korrekturen immer noch Probleme gibt da. Und deswegen bin ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen, nee, uneins nicht, sogar eigentlich noch dagegen.
Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich die Sachen, die ich mir abbaue, auch wenn ich es ein bisschen vorsortieren kann, dass die mir flöten gehen, ja. Zumal ich ja bald mein Special noch rausbringen muss, das werdet ihr ja sehen. Und hier drüben hatten wir was gehabt, ne? Genau. Machen wir gleich mal ein paar mehr. Ja, und verzaubern muss ich auch noch was, Leute. Ich heiß, ich weiß, ich weiß. Okay, machen wir mehr. Ja, und zwar mein Special, was ich noch rausbringen muss. Will, besser gesagt, nicht muss. Packe ich die ganze Kohle jetzt hin? Ach du grüne Meine. Naja, mal gucken. Machen wir es mal so gerade. Ja, genau. Also folgendes. Ja, ich bin da eigentlich nicht gewillt für. Und ein Special, ja, da werdet ihr sehen, warum ich eigentlich so viel Material brauche, ja. Und das wäre natürlich dann ganz doof, wenn da irgendwas fehl am Platz ist, beziehungsweise wird es relativ schnell soweit sein, dass wir dann ja immer mehr Material noch benötigen. Und ja, deswegen, Leute, ist das, glaube ich, noch nicht so die richtige Variante. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, außer vielleicht hier mal ein bisschen was zu erweitern. So, das war da hinten jetzt gerade ein Ladefehler vielleicht oder sowas in der Richtung. So einen kann ich ja noch akzeptieren. Mal gucken, was da oben war. Was ist denn? Ach, da oben war jetzt Ihmchen hier, ne? Naja, okay, gut. Einen Stein können wir da reinsetzen. Die werden jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen. Nanu. So vielleicht? Okay. Haben wir noch ein paar? Ja, wir haben noch ein paar. Das ist hervorragend. Mache ich gerade einfach mal was hier hin. So, dann könnten wir uns überlegen, dass wir das gerade noch ein bisschen erweitern, unser Lager hier. Können wir ja auch doppelwandig machen oder sowas. Ja, es ist jetzt alles noch ein bisschen doof. Ich könnte auch vielleicht eine größere Chest machen, dass wir auch schon mal ein bisschen mehr speichern können. Oder halt auch was mit dem Stein vielleicht versuchen. Ja, dass wir wirklich ein paar Rucksäcke uns noch farmen. Dass wir wenigstens die ein bisschen zwischenlagern können. Das war ja die. Ja, das war die Ho. Das war ja der Grundgedanke gewesen. Den wir ja auch irgendwo hatten oder den ich hatte. Und beschriften. Danke nochmal für den Tipp. Ich weiß gerade jetzt nicht genau, wer das war. Auf jeden Fall war der Tipp einfach gut. Das war jetzt weniger gut. Ach Gott, Wasser. Hervorragend. So, mal gucken, wie weit wir jetzt da reinkommen. Der Tipp war ja auf jeden Fall gut gewesen, genau, dass ich die ja beschriften könnte, wenn ich mir einen. Genau, bauen würde. Richtig. Ein Anvil. So, also gucken wir doch einfach mal gleich. Ich habe, denke ich mal, jetzt erstmal genug hier. Und wenn damit da einmal durchlaufen können, dürfte eigentlich reichen. So, müssen wir mal gucken, was jetzt hier passiert mit der blöden Ecke. Das wäre nämlich jetzt gerade ein bisschen ja, weniger sinnvoll vielleicht. Machen wir es mal so. Und dann passt das. Gucken, ob hier oben ich irgendwie mich rausgrabe. Nö, tue ich nicht. Alles klar, alles Paletti, Konfetti, Suppi. Dann kann ich das hier noch weghauen. Und dann passt das hier auch. Ja, ansonsten. Urlaub war ja eigentlich soweit ganz schön gewesen bei mir. Ja. Also, vor allen Dingen auch im Hinblick, wie das hier so angenommen wurde, die Let's Plays, die ich auch vorproduziert habe. Echt klasse, dass er da auch noch mitkommentiert hat. Ich habe versucht, so viel wie möglich mitzukommentieren, was ich dann noch eben halt machen konnte. Bis Mittwoch, Donnerstag ging das auch eigentlich ganz gut. Aber ihr wisst ja, dass ich dann auch auf der Hochzeit eben halt war. Die war dann wann waren die genau? Am Samstag war die gewesen. Freitag habe ich nochmal richtig schön Ausflüge gemacht mit meiner Family. So wie das auch sein muss. Und naja, auch im Wattmeer waren wir gewesen. Echt geil. Also wirklich Spaß gemacht, ja. Da kann man gar nicht meckern. Will man auch gar nicht meckern. Und naja, bis auf eben halt die Schmach, als ich dann vom Deich gerutscht bin. Ja, jetzt so blöde es auch klingt, ja, der Spielpirat. Ich hab mit. Mein Bruder war ja dann auch, meine ganze Family war ja da gewesen. Das kann man ja so sagen. Und dann bin ich vom Deich abgerutscht. Ja, klingt doof. Ist auch ehrlich gesagt etwas doof. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Na, ich mache das so, dann kann ich da die Pipes anbauen. Ja, ich bin eigentlich mit meinem Bruder, der hat mir so einen Ball zugeworfen, weil wir so ein bisschen hier mit den Kiddies gespielt haben, war. Und ja, dann wirft er mir einen Ball zu.
Mehrfach, ich ihm halt auch. Ja. Und dann bin ich knapp. Doch tatsächlich. Ach, warte mal, wie machen wir das? Na, ist ja egal. Bin ich bei der Drehung. Ich wollte mir eigentlich nur drehen. Und bin dann blöderweise rückwärts nach Vorwärtsdrehung umge. Naja, geknickt. Oh, es ist dunkel. Scheiße. Lalalala. Und mein Jetpack ist, glaube ich, alle. Der ist natürlich jetzt der Hammer, wenn da jetzt unten jemand reingelaufen wäre. Guck mal hier. No Permissions und so weiter. Mir Game Mode wieder wegzunehmen, war total doof. Egal. Ist alle, genau. Ja, umgedreht, abgerutscht. Ja, so richtig schön weg. Dann so ein Deich, da geht es ja dann auch so ein bisschen runter. Und da wollte ich mich eigentlich nur abstützen. Und was mache ich? Handgelenk war hier schön rausgehalten. Knack, wie auf man auf so eine Muschel tritt oder so. Das Gefühl war so. Naja. Und nun habe ich eine Absplitterung vom Knochen, Handgelenk oder Handwurzelknochenbereich, keine Ahnung. Wie es halt immer in unserem schicken Gesundheitssystem ist, muss ich erstmal abwarten, bis ich einen MRT-Termin kriege, bis sie mir mal so schön scheibchenweise mein Handgelenk aufnehmen können. Und dann heißt es eventuell, lieber Pirat, du musst eine kleine OP machen. Ja, da wird mir halt wahrscheinlich mein Handgelenksknochen wieder. Guck, ob hier gerade ein paar Feinde sind, deswegen. Nee, nicht, aber ja, Flachs wächst jetzt auch nicht ganz so schnell, habe ich das Gefühl. Ja, und dann kann es das sein, dass ich. Ja, so mein Handgelenksknochen-Dingsbumsen da. Aber sind hier Monster? Monster sind da, genau. Ich habe gerade geguckt, ich dachte, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht oder so. Irgendwas ausgestellt. Ja, da muss eventuell mein Knochen da mal wieder repariert werden, aber das ist ja egal. Hauptsache, man wird wieder fit, wa? Ist ja die einzige Hauptsache, die irgendwo zählt. So. Ja, naja, so ist es halt. Viel zu erzählen, wa? Und gut, ich werde auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen erzählen. Ich bin ja nicht so. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre. Aber immer wenn ich überlege, ob was sinnvoll ist, dann überdenke ich mir das sowieso immer noch dreimal. Keine Ahnung. Ich glaube, es könnte sinnvoll sein, wenn ich hier eine Face Transport Pipe hinbastel. So, guck mal zum Beispiel so hier. Und dann brauche ich natürlich noch andere Pipes, die das System irgendwie mittragen. Haben wir denn noch welche? Guck mal hier, Cobblestone ohne Ende, en masse könnte man fast formulieren. So, ja, genau. Und genau. Hey. So. Verbunden hoffentlich. Aber brauche jetzt keine Gold wahrscheinlich dazwischen pappen. Dann mache ich das nämlich jetzt gerade mal so. Ach, kann ich mich hier irgendwo zwischenstellen? Ich brauche irgendwas zum Zwischenstellen. Irgendwie geht mir das gerade so ein bisschen auf die hohle Nuss. Warte mal so. Zack. Okay. Reicht. Da können wir jetzt also überlegen, dass wir die in verschiedene. Guck mal, die können wir so runterlaufen lassen, denke ich mal, oder? Ja, nicht nur denke ich mal, sondern ist so. Das Ding ist halt einfach nur, wenn ich die gleichmäßig verteilen möchte, dann ist es ja so eine 50-50-Geschichte eigentlich. Momentan muss ich sie mal zwischendurch abbauen oder so. Weil jetzt geht momentan hier die Hälfte rein, was ja eigentlich überhaupt nicht. Nee, eigentlich nicht nur eigentlich, ist total Schwachsinn. Jetzt ist es so, dass denn die Hälfte meinetwegen hier erstmal reingeht, guck mal. Und dann geht die andere Hälfte, verteilt sich erstmal, keine Ahnung, was, ganz salopp auf den Bereichen. Passt ja auch, guck mal. Und nach unten verteilt sich nochmal ein kleiner Rest. Das ist nicht so viel. So. Aber ist egal. Es läuft. Das ist ein kleiner Bug hier. Warte mal, ich kann ihn mal wegnehmen. Dann sieht man es halt nochmal schöner. Okay. Und dann passt es schon mal. Gut. Dann gehen wir mal gerade nach oben. Stellen hier nochmal die Transportpipe ein. Und dann können wir die Sachen auch von den Turtles, ne, die wir da hinten haben und so, viel, viel besser machen. Ach ja, klickt niemals mit einer Pipe auf eine andere Pipe, um irgendwas einzustellen. Funktioniert nicht. Okay, hier. Send and received online. Quatsch. Send and received. Dann haben wir hier.
Public, Privat, ist eigentlich egal, weil ich das jetzt hier sowieso alles für mich mache. Wobei, wenn... Ha, nee, Public ist schon richtig. Und stelle erstmal die erste Frequenz ein. Ja, kann ja nicht schaden. So. Und das Gelöbte können wir dann gleich da hinten eigentlich auch mal mit dem Ding hier bauen. Und dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Folge dann ganz erfolgreich, indem wir jetzt hier nochmal alles abbauen und uns die ganzen Pipes einsammeln, die jetzt hier so glorreich echt ins Wasser fallen. Ja, sowas Blödes. Aber egal, bauen wir uns dann noch ab, dass wir wenigstens die wieder haben, auch gerade die ganzen Goldgeschichten nicht verschwenden. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid, ja? Weil es ist eine schöne Sache mit euch. Und freut euch, das Special rückt näher, eigentlich für 2000 Abonnenten. Jetzt haben wir schon 2500, was so eine Woche ausmachen kann. Aber das geht weiter. Da kommt noch richtig geil was auf euch zu. Und vor allen Dingen, ich freue mich total mit euch zusammen da mal ein paar Sachen aufzunehmen. Ja? Also seid gespannt. Ja, ist halt nur eine gewisse Vorbereitungszeit. Dazu komme ich aber noch. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.